Wir befinden uns heute hier im Projektraum Lungomare in Bozen. Ich sitze zwischen den drei Kuratoren, Angelika Burcher, Lisa Mazza, Daniele Lupo. Und ich würde jetzt gerne am Anfang gleich mal fragen, ihr feiert heuer euer 10-jähriges Bestehen. Was genau, also wie feiert ihr das? In welcher Form? Angelika? Wir feiern das in Form eines Gasthauses, was auf mehreren Ebenen funktioniert. Also einerseits ein intensives Programm bietet, das immer von Donnerstag bis Sonntag stattfinden wird und parallel dazu eine Küche. Das Programm umfasst unterschiedliche Genres und auch unterschiedliche Zugänge. Also es werden Filme gezeigt, es werden Workshops veranstaltet, es gibt eine Gesprächsreihe immer am Sonntag als Sunday Brunch, es gibt performative Vorträge, es gibt Performances im öffentlichen Raum. Also ein sehr dicht gedrängtes Programm eigentlich. Warum habt ihr euch entschieden, einen ganzen Monat lang zu feiern? Vielleicht frage ich die Lisa. Wir haben lange überlegt, wie man diese 10 Jahre Lungomare feiern kann, und wir wollten absolut nicht irgendwie sowas Selbstverherrlichendes machen oder irgendwas machen, was irgendwie nur nach hinten blickt, und haben uns gedacht, dass es interessant wäre, so einen intensiven Moment zu schaffen. Und daher haben wir uns entschieden, das in konzentrierter Form zu machen und deshalb irgendwie ein temporäres Gasthaus zu eröffnen und das ganze Programm eben auf diese 18 Tage zu beschränken auf einen Monat. Und Daniele, du bist ja gerade vom Matteotti-Platz gekommen. Ihr habt praktisch euer Programm nicht nur hier im Lungomare, im Gasthaus, also im Projektraum, sondern ihr weitet das auch auf die Stadt aus. Warum? Per tornare un po' a quello che dicevano prima sulla scelta di come celebrare i 10 anni, Lungomare è stato sempre un luogo che si è occupato molto del contesto in cui opera, e quindi abbiamo anche creato dei satelliti nello spazio urbano su cui da un lato interagisce il programma attraverso le performance di Luigi Coppola del Lungomare Gasthaus. Dall'altro però vogliono anche essere delle strutture che si possono usare, che la popolazione e gli abitanti possono usare a loro piacimento. Und vielleicht zum Schluss würde mich noch interessieren, wie blickt ihr denn auf die letzten 10 Jahre zurück und was erhofft ihr euch für die Zukunft? Da kann jetzt antworten, wer möchte. Angelika vielleicht? Also zurückblicken, es waren 10 intensive und sehr schöne Jahre. Es gab sehr interessante Begegnungen. Ich glaube, das ist das, was uns auch am wichtigsten ist, dieses auf Menschen zu treffen und mit Menschen zusammenzuarbeiten und Neues gemeinsam zu kreieren. Das hoffen wir uns, glaube ich, auch für die Zukunft. Für die Zukunft erhoffen wir uns auch, also ich sage jetzt einmal, aber wäre eh schön, wenn auch die anderen, denke ich, dass es einfach noch mehr Öffnung gibt, einerseits von Seiten der Bevölkerung, von den anderen Institutionen, von der Politik und auch von uns selbst, aber dass wir uns eigentlich noch mehr öffnen und noch mehr versuchen, so also wichtigen Fragen unseres Heute nachzukommen. Vuoi aggiungere qualcosa? Ma sì, visto che Lungomare è stato sempre un punto d'incontro, e anche i progetti che abbiamo fatto sono sempre nati da collaborazioni, ed è un po' lo spirito veramente di Lungomare, che cerca sempre un confronto con qualcuno, cerca di costruire un discorso sulla reinterpretazione del quotidiano. E quindi secondo me è molto interessante che questo luogo diventi sempre più un luogo di incontro, di scambio, una piattaforma disponibile anche ad altre persone, e rimanga un po' con questo spirito appunto del dialogo. Und heute wollte ich jetzt zum Schluss noch sagen, beginnt die erste Woche, kann man sagen, von Lungomare. Am Samstag war die Eröffnung, war sehr erfolgreich, waren sehr viele Menschen hier, war eine schöne Stimmung. Vielleicht, Lisa, magst du uns noch kurz sagen, mit was ihr heute beginnt und wie das Programm bis Sonntag so ganz kurz ausschaut. Okay, heute Abend wird es den ersten Filmabend geben, der von Philippa Ramos, einer unserer Komplizinnen, kuratiert wurde. Und da werden einerseits der Film This is My Land, der auch den Titel dieser Filmreihe gegeben hat, gezeigt.
und zum anderen GGA von Gaël Boucan gezeigt. Und es wird dann noch sozusagen auch Programm, außerhalb vom Programm noch, das ist eine Zusammenarbeit mit der Filmschule Zelig, einen Kurzfilm geben von Studentinnen der Schule. Morgen Abend wird es einen Vortrag, der vom Museum kuratiert ist, geben von Luc Deleu. Heute und morgen gibt es natürlich die Performances, die schon vorher erwähnt wurden, von Luigi Coppola, Masses and Motets. Und Samstag gibt es von Martino Gamper gemeinsam mit Ebeke und Alex Rich die Trattoria Circolare. Und den Sonntag schließt dann wieder unser Sunday Brunch ab. Mit zu Gast werden dann Luca Lupinto und Andrea Thal sein. Und ab 2 gibt es auch noch ein Konzert. Und wenn man vielleicht noch sagen kann, man kann die ab heute Abend hier essen, auch wieder in der Cucina mit Uli Gamper. Gut, danke euch.